Läuft. Ja, herzlich willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von diesem Web-Talk zum Thema New Pay. Und wir hatten gerade schon den Hinweis auf technische Dinge, noch kurz einen Werbeblock. Wer ist MW Online? Wer uns noch nicht kennt, wir sind ein Online-Magazin und wir beobachten so die Fachpresse und rezensieren für uns wichtige Beiträge und reichern die mit unserer Meinung und Kommentaren an. Und wir besprechen auch Bücher und wir machen solche Web-Talks wie hier heute. Und wen das interessiert, der möge doch bitte einfach unseren Newsletter abonnieren. Der kommt wöchentlich heraus und der ist kostenfrei. So, und es gibt auch die Möglichkeit, weil das machen wir hier alles frei und offen zugänglich für alle Menschen. Unterstützen Sie uns mit der Fördermitgliedschaft, damit wir diese Arbeit auch weitermachen können. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir haben inzwischen eine dreistellige Unterstützerzahl und finden das für uns auch persönlich sehr schön zu sehen, dass wir ankommen mit dem, was wir tun. So. Dann hätten wir den Werbeblock schon hinter uns und ich übergebe jetzt an dich, Johannes, damit du das Gespräch führen kannst. Ja, danke. Ich war über einen Artikel, ich glaube im Personalmagazin gestolpert, für den die Stefanie Hornung ja, für das die Stefanie Hornung ja regelmäßig auch schreibt als Autorin und war natürlich auch über den Titel New Pay gestolpert und als ich dann mal recherchiert habe, kam ein neuer, noch ein Begriff, New Pay Collective und die beiden, die uns heute Rede und Antwort stehen, gehören zu zu diesem Netzwerk oder zu dieser Initiative. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass ihr vielleicht ganz kurz was dazu sagt, was muss man sich darunter vorstellen unter dieser New Pay Collective? Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, bevor ich ein paar Worte zum New Pay Collective sage, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Der Begriff New Pay ist schon vorher entstanden. Und zwar habe ich mich mit Nadine Nobile, die heute auch da ist, und Sven Franke zusammengeschlossen. Das war schon 2017 und wir haben uns das Thema Vergütung in Organisationen angeschaut, die so auf einem New Work Weg waren. Und in dem Zusammenhang ist damals bei einer Blogparade der Begriff New Pay aufgekommen. Wir haben einfach einen Hashtag gesucht und schwupps war der Begriff New Pay in der Welt. Und das Ganze hat sich dann aber ein bisschen größer entwickelt, als wir vielleicht auch anfangs dachten. Und es sind dann auch weitere Akteurinnen dazugekommen, die dieses Thema New Pay, was es ist, da kommen wir ja auch sicher noch drauf, die das Thema weitertreiben wollten. Und wir haben dann 2021 das New Pay Collective gegründet, das eine Art Netzwerkorganisation ist, um Unternehmen eben zu unterstützen, die auf dem Weg sind hin zu New Pay. Das heißt, das sind Begleiterinnen von Organisationen, die ja, moderieren, unterstützen und auch Expertise in die Organisation reinbringen. Wir entwickeln gemeinsam Tools, die dabei unterstützen können und regen auch Forschung an zu dem Thema, weil wir feststellen, dass es doch, es gibt zwar Forschung natürlich im Bereich Psychologie oder in der Anreizforschung, aber viele Themen, auf die wir gestoßen sind, ja, es sind noch nicht so gut beforscht und das ist auch etwas, was wir als Kollektiv und als Netzwerkorganisation anregen. Okay, ja, hast du mir die erste Frage ja schon weggenommen, wie ist es überhaupt zu diesem Begriff gekommen? Ne? Mein erster Gedanke war natürlich auch wieder, muss es wieder ein neuer Begriff sein? Ich war ganz, naja, sagen wir mal, nicht verblüfft, aber doch, normalerweise kommt man ja dann mit den Begriffen 2.0, 3.0, 4.0, aber ich glaube, das gab es bei Entgeltthemen gar nicht, diese Zahlenfolge. Du hast jetzt schon angesprochen, New Pay und New Work, also das ist das ein Stück darauf aufbaute. Also was machen Unternehmen anders, die sich New Work auf die Fahne geschrieben haben? Was ist denn euch da so als erster Unterschied aufgefallen, was dann das Thema Bezahlung auch angeht? Was waren denn die Kernunterschiede, die euch da so ins Auge gesprungen sind?
Also da kann ich gerne mal starten. Also vielleicht erstmal, als wir uns auf die Reise gemacht haben, wir haben eine kleine Forschungsreise unternommen, haben viele Unternehmen besucht, uns mit jeweils dann auch Menschen aus der Organisation ausgetauscht, wollten wissen, wie sie Vergütung in ihrer Organisation organisieren und gestalten und stellten dann schnell fest, erstens, es gibt keine Blaupause und es gibt auch nicht das New Work Entgeltsystem, sondern was uns wirklich auch über die Erfahrungen und die vielen Gespräche so klar wurde, was in der einen Organisation, die erzählten uns, sie machen Einheitsgehalt und warum Einheitsgehalt für sie das Richtige ist. Und wir gingen in die nächste Organisation und die erzählten uns, wir haben aber selbst gewählte Gehälter. Und die dritte Organisation sagte, oh, wir haben für uns ein modulartiges Vergütungssystem gebaut, eine Art Gehaltsformel. Und aus all den Geschichten war uns klar, für die jeweilige Organisation und den Weg, wo die Organisation aktuell steht, war das und ist das total stimmig, aber nicht übertragbar auf jede andere Organisation. Also was die Organisation verbindet, ist, dass sie ihren Weg gegangen sind, geschaut haben, was passt denn zu uns, was fühlt sich für uns stimmig an und wie übersetzen wir unsere Kultur, unsere Werte auch in Vergütungssystem, also ich sag mal an Vergütungsstruktur, Vergütungskriterien, aber, und das auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, vor allem auch den Aspekt des Prozesses. Wer entscheidet eigentlich? Wie finden die Entscheidungen statt? Wie findet Vergütung, auch die Gespräche darüber, übers Jahr oder sowieso situativ statt? Und da ist uns so bewusst geworden, also wenn es ein Prinzip gibt, dann ist es gibt nicht das eine New Work Entgeltmodell, sondern sollte Kultur und Werte stimmig sein und sich auf die Zukunft der Organisation ausrichten. Okay, das heißt, wenn wir über New Pay reden, dann reden wir nicht über ein ganz bestimmtes System, sondern einfach über die Tatsache, dass das Unternehmen spezifisch angepasst ist. Aber jetzt, was ist da anders als früher? Ich meine, auch früher hat jedes Unternehmen versucht, das für sich es passende System zu finden. Ich weiß, natürlich gab es dann viele Berater auch, die dann Modelle gebaut haben dann hast du Entgeltstufen und Bandbreitenmodelle und all diese ganzen Geschichten. Aber das ist ja auch nichts anderes, als für ein Unternehmen spezifisches System zu bauen. Ist das jetzt anders? Ja, ich denke, vieles, was wir heute sehen an Vergütungssystemen, ist ja in der Zeit entstanden mit der Industrialisierung. Das sind ja Systeme, die gibt es schon sehr lange. Und natürlich ist auch New Work entstanden, weil wir einfach ein anderes Arbeitsumfeld haben. Wir kommen immer mehr in ein Arbeitsumfeld, in dem Menschen Wissensarbeit machen. Wir haben eine sehr große Dynamik der Arbeitswelten. Und das ist ja auch etwas, ja, was dann eben diese New Work-Bewegung befeuert hat. Und gleichzeitig ist es so, dass wir, Nadine hat jetzt gesagt, wir schauen darauf, dass es zur Unternehmenskultur passt. Aber es gibt doch bestimmte Muster, die man erkennen kann, was Organisationen heute in diesem Umfeld, was wir ja auch gerne VUCA-Welt nennen, was Organisationen dort erfolgreich macht. Und das ist ja auch das, was New Work ursprünglich mal versucht hat zu adressieren. Natürlich auch so ein Buzzword und nicht immer steckt das dahinter, was ursprünglich die Idee war. Und deswegen haben wir auch gesagt, naja, es ist jetzt nicht nur das eigene System zu finden, sondern wir geben schon auch eine Hilfestellung oder wir haben, als wir diese Organisation besucht haben und diese Forschungsreise begonnen hatten, auch ja, diese Muster mal versucht herauszuarbeiten. Und dabei sind unsere 7 Dimensionen von New Pay entstanden. Das sind die Dimensionen Partizipation, Transparenz, Flexibilität, Wir-Denken, Selbstverantwortung, permanent Beta, das meint ständige Veränderungsfähigkeit und ganz zentral Fairness. Okay. Und das sind Prinzipien, die wir sehen, die können in der einen oder anderen Form bei New Pay eben eine Rolle spielen, zum einen beim Gehaltsmodell, dann bei der Entwicklung eines Gehalts- oder Vergütungsmodells, aber auch in den gelebten Strukturen und Prozessen von Organisationen. Und da gibt es eine große Bandbreite. Hinzu kommen natürlich auch die eigenen Unternehmenswerte, die auch eine Rolle spielen und die man da auch mit berücksichtigt, wenn man dann ja an so ein kulturadäquates System rangeht.
Würde ich gerne, weiß nicht, ob wir jetzt zu allen kommen und wir die im Detail jetzt hier diskutieren. Ich würde gerne ein paar aufgreifen. Also da fiel jetzt das Stichwort, glaube ich, als letztes oder vorletztes hattest du es genannt, dieses Permanent Beta, ne? Das würde ja bedeuten, dass die Verantwortlichen, die sich um Bezahlsysteme dann in den Unternehmen kümmern, sich einfach bewusst sind, was auch immer wir hier gerade gestalten, ist nicht von Dauer. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir es in kürzeren Abständen immer wieder überdenken und neu anpassen müssen. Das wäre in der Tat neu. Also ich kann mich entsinnen, dass das auch in anderen, auch in Konzernen so war, dass man immer wieder an den Gehaltssystemen gebastelt hat. Also das war, ist für mich erstmal nichts Neues, aber die haben immer wieder versucht, das System zu finden und hatten gehofft, sie haben es irgendwann. Und wenn ich mich jetzt richtig verstehe, ist das Neue daran, dass man von vornherein weiß, es wird nicht das endgültige Modell sein, sondern dass man sich von vornherein darauf einstellt, immer wieder neu anzufangen. Ist das so? Also ich kann vielleicht noch mal sagen, so aus der Praxis. Erstens erlebe ich ganz viele Organisationen, auch Organisationen mit tausenden Mitarbeitenden. Also wir haben gerade aktuell einen Kunden, 2000 Mitarbeitenden, die selbst von sich sagen, wir haben gar kein Vergütungssystem. Wir haben Gehälter, ja, aber die Systematik dahinter ist weder an unserer Kultur noch an unseren Werten ausgerichtet, sondern wir haben ganz viele Einzelgehälter, die verhandelt sind, je nachdem, was haben wir gerade für Budget, was haben wir für Dringlichkeiten. Und dann wäre es auch besonders verhandlungsstark, jetzt auch auf Seiten der Führungskräfte, dann ist ein bisschen mehr Budget drin, ne, aber da wird gar nicht strukturiert damit umgegangen, wie schaffen wir denn eine Vergleichbarkeit auch von gleichwertigen Tätigkeiten. Ja, und vor der Herausforderung stehen wir jetzt ja vor allem auch, wenn wir auf die neue EU-Richtlinie zum Thema Lohntransparenz schauen. Also da, und wenn Sie ein Vergütungssystem haben, haben wir auch Kunden, die sagen, boah, seit 15 Jahren haben wir daran nichts gemacht. Und warum haben Sie nichts daran gemacht? Weil auch ganz oft von außen ein Vergütungssystem etabliert wurde, wenn man jetzt nicht in der Situation ist, dass man vielleicht seine eigenen Entgelt-ExpertInnen in-house hat. So, die haben ein Vergütungssystem von der Beratung übernommen und verstehen manchmal selber gar nicht, was da passiert. Die müssen für ganz viele Dinge Menschen von außen, also ihre Berater wieder reinholen, überhaupt mit dem Vergütungssystem umzugehen. Also das ist ein Vergütungssystem, wo die Ownership nicht bei der Organisation liegt, ganz ehrlich, ne? Sondern eigentlich außerhalb. Und das ist etwas, das so können wir eigentlich nicht wirklich sagen, dass das kulturadäquate Vergütungssysteme sind, wenn sie von außen implementiert werden. Vielleicht nochmal ganz wichtig. Und wenn wir jetzt, Entschuldigung, ja? Nee, mach erst mal. Entschuldigung. Und wenn wir jetzt eben schauen, also wie richten wir das jetzt aus auf die Situation, in denen wir sind? Und wenn wir über Vergütung sprechen, dann und sagen permanent better, heißt es nicht, dass wir immer wieder alles über Bord werfen, sondern schauen, wo haben wir denn Spannungsfelder, wo ergeben sich Handlungsfelder dadurch, dass sich unsere Umwelt oder auch unser Innenleben verändert. Und es fängt an, wie gesagt, wie beim Prozess. Wie gestalten wir Kommunikation? Welche Informationen sind denn sinnvoll und hilfreich und wichtig? Welche sind aber vielleicht auch Sorgen, stiften mehr Verunsicherung oder eben auch noch mehr Fragezeichen? Also immer wieder sich selbst zu hinterfragen, können wir denn Vergütung und die Vergütungsprozesse und Bezahlung, Entlohnung so gestalten, dass sie nachvollziehbar ist für die Mitarbeitenden in unserer Organisation und dass wir auf Aspekte reagieren, wie beispielsweise jetzt das Thema Inflation, war ja in den letzten 2 Jahren ein großes Thema. Ich habe so viele Organisationen erlebt, die regelrecht gelähmt waren, nicht wussten, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Und schon gar nicht, wie sie darüber kommunizieren sollen. Selbst wenn sie gesagt haben, wir haben da was, manche haben dann einfach gesagt, wir machen wir, überweisen wir einfach. Da wurde aber kaum darüber gesprochen und thematisiert, ausgetauscht, vielleicht auch, was die Organisation damit verbindet, warum sie diese Inflationsprämie zahlt oder warum sie vielleicht stückelt oder eben auch als Ganzes bezahlt. Was sind da für Erwartungen, Gedanken, Entscheidungen getroffen worden und warum? Also dieses immer wieder Hinterfragen bezieht sich jetzt nicht nur auf, wir haben das Vergütungssystem oder Struktur und die Kriterien, sondern im Grunde den gesamten Komplex. Und Na, ich. vielleicht nur eine kleine Ergänzung, um nochmal darauf zu kommen, was ist jetzt neu daran? Natürlich, wenn wir jetzt so in große Organisationen schauen, da gab es immer wieder Veränderungen. Wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel gesehen, dass man die individuelle Komponente zurückgefahren hat, dass man Leistungsbewertung eher auf das Team fokussiert hat oder auf das Unternehmen.
Aber da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass unsere Dimensionen, die stehen nicht für sich allein, sondern die wirken auch immer zusammen. Und das heißt, die Veränderungsfähigkeit verbinden wir zum Beispiel ja auch mit dem Prinzip der Partizipation. Und wenn ein neues Vergütungssystem partizipativ entsteht, dann geht es auch damit einher, dass eben größeres Verständnis in der Organisation da ist. Und dann passiert nicht das, was halt häufig auch so in klassischen Vergütungssystemen passiert, dass man probiert es dann mal mit einer individuellen Komponente, dann über die Zeit wirkt es toxisch. Dann geht man zurück zu einer Teamkomponente, sieht dann aber auch, da habe ich vielleicht auch Probleme und dann muss ich wieder zurückswitchen. Wir haben ja so diese 3, 4 Jahreszyklen und das bringt uns nicht weiter. Und deswegen versuchen wir auch schon in der Entwicklung mit einem anderen Ansatz. Ich würde gerne mal reingrätschen, weil ich habe es auch erlebt, dass ob ich jetzt eine Spezialabteilung habe, die ständig versucht, nach diesen Anforderungen gerecht zu werden und das System wieder umzubauen, oder ob ich die Mitarbeitenden in welcher Form auch immer daran partizipieren lasse, das sind doch die gleichen Themen. Also ich habe erlebt, dass dann die Mitarbeiter noch einmal sagen, was ist denn auf einmal mit individuell? Also da sind einige Leistungsträger und jetzt werden alle gleich bezahlt, dann fordern die auf einmal Individualisierung, dann habe ich auch die gleichen Themen, oder? Also dann ist doch gar kein Unterschied. Denn ob ich jetzt als Fachabteilung spüre, oh, wir müssen jetzt, Management sagt, wir müssen stärker individuell honorieren, oder ob die Mitarbeiter sagen, wir möchten stärker individuell honorieren, wo ist der Unterschied? Ja, der Unterschied ist darin, dass man ein gemeinsames Verständnis auch schaffen kann. Also wenn wir uns das schon mal alleine den Begriff Leistung anschauen. Wir leben ja vermeintlich oder wir haben in der Arbeitswelt vermeintlich eine Meritokratie. Das heißt, Leistung soll sich lohnen und das würde jeder unterstützen. Und wenn wir dann aber mal genau drauf schauen, was ist denn mit Leistung gemeint? Dann meinen die einen Anstrengungen, die anderen meinen Kompetenzen und Können, die einen Effizienz, die anderen Effektivität und die einen das, was man reinsteckt und die anderen das, was rauskommt. Und das heißt, das ist eine unschärfe Formel, das ist ein Containerbegriff. Ja? Man kann da reinwerfen, was man möchte. Und das passiert eben auch in Organisationen. Und dann passiert nämlich auch das natürlich, dass die Organisation denkt das eine, die Führungskräfte leben etwas ganz anderes in der Praxis. Und es geht dann auch darum, bei New Pay einfach erstmal dieses gemeinsame Verständnis zu schaffen. Und wenn wir uns anschauen, wir arbeiten auch viel mit Projektteams, die divers zusammengesetzt sind. Das heißt, da sitzt nicht die Personalabteilung alleine da und ja, bespricht das vielleicht noch mit der Geschäftsführung, sondern da sind auch Mitarbeitende involviert, Führungskräfte, die eben gemeinsam an diesem Verständnis arbeiten, die auch einen Bilderabgleich machen. Und das muss nicht immer unbedingt die Entwicklung eines neuen Vergütungssystems sein. Das kann man natürlich auch mit dem bestehenden tun, weil auch da passiert das natürlich, dass man eigentlich denkt, wir haben doch ein klares System, aber dass es halt ganz unterschiedlich gelebt wird in der Organisation. Also das wäre, denke ich, definitiv ein Unterschied, dass man jetzt nicht die Fachabteilung oder die Externen reinholt und sagt, wir bauen ein System, sondern dass man sagt, ob es jetzt in Projektgruppen ist oder welche Form der Partizipation, die man auch immer wählt, dass einen Dialog schafft, ja, und dann erstmal klar versucht, das Verständnis zu auf ein gemeinsames Verständnis zu erzielen, was wollen wir denn honorieren und nach welchen System oder Prinzipien soll das funktionieren? Und da hast du schon eins angesprochen, das kann in Workshops passieren, das kann in Projektgruppen passieren. Also das wären so die Formen der Partizipation, ja. Zum Beispiel, man kann aber auch in einem Projektteam arbeiten und sich dann über, das nennen wir dann ein Sounding Board, also Menschen, eine Gruppe heranziehen, die immer wieder für Feedback zur Verfügung stellt, denen man mal einen Stand vorstellt, dann eben nochmal Feedback einholt oder eben auch zu spezifischen Teilfragen etwas mitgestalten, mitwirken und da immer auch zu schauen, welche Ressourcen haben wir gerade, was ist gerade eben auch, was ist auch notwendig, weil vielleicht eh gerade ein paar Dinge virulent sind und man das Gefühl hat, ja, wir müssen mehr Menschen einbeziehen, dann kann man das ausdehnen, man kann es aber eben auch immer wieder schauen, was machen gerade, also mit welchen Ressourcen haben wir gerade zur Verfügung und wie können wir dann den Grad der Partizipation erhöhen?
Und gerade wenn wir an Kommunikation denken, dann sagen wir immer, naja, man muss erstmal überlegen, Partizipation erstmal über Information, also dass ich über teilhaben kann an einem Prozess, an einem Entwicklungsprozess, dass ich verstehe, was ist eigentlich die Zielsetzung auch neues Vergütungssystems oder einer Überarbeitung von Prozessen, dass ich aber dann eben auch Dialogräume schaffe, wo ich dann auch Menschen nicht nur ihre Gedanken und Ideen reinhole, sondern wenn ich Menschen reinhole und ihnen Fragen stelle, zu einer spezifischen vergütungsrelevanten, also wie gehen wir zum Beispiel mit dem Thema Inflation um? Könnte man zum Beispiel sagen, wie sollen wir das denn machen? Verteilen wir das eher auf alles auf einmal oder machen wir das in Tranchen? Könnte man eine Frage stellen. Und da merkt man schon, sobald ich anfangen muss, mir darüber Gedanken zu machen, nicht nur also Information konsumiere, sondern eben auch durchdringe, indem ich jetzt abwäge, findet ein ganz anderer Denkprozess statt, wie wenn ich Hallo. einfach Ja, jetzt nur. hat es funktioniert. Jetzt. Habe ich gesehen. Wir Oder habe ich sozusagen, dann bin ich ganz anders in dem Thema drin, ne? Und dann habe ich noch die dritte Stufe, ist eben dann das Mitwirken, gegebenenfalls sogar mitentscheiden darüber, was jetzt passieren soll. Ich denke, da gibt es dann wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche, abhängig von der Kultur, inwieweit man dann bereit ist, auch mitentscheiden zu lassen oder eben nur Meinungen, Stimmungen abfragt und dann daraus was bastelt. Was ihr jetzt alles angesprochen habt, das schwingt immer so das Thema Transparenz mit durch. Also Transparenz ist ja eins dieser Prinzipien, Transparenz. Und da denke ich, Transparenz kann ja auf dem Kontinuum sein. Also zu sagen, ich habe Transparenz über das System, da habe ich mega lustige Sachen erlebt. Ich kann mich das wie heute daran erinnern, dass mal ein Personalleiter gesagt hat, wir haben das System der individuellen Prämien an Zielvereinbarungen gekoppelt, aber wir haben eine Formel dahinter gelegt, die so kompliziert ist, dass sie wirklich keiner versteht, damit man sie nicht manipulieren kann. Also, dass keine Führungskraft hingeht, durch irgendwelche Bewertungen und so die Prämie zu beeinflussen, sondern die ist versteckt, geheim und undurchschaubar. Und auf die Frage dann, ja, aber welchen Sinn hat das denn dann, wenn keiner versteht, wie seine Prämie zustande kommt, wo ist denn das dann? Also das war völlig intransparent. Und jetzt höre ich so die Forderung von, das System zu durchschauen, zu erkennen und zu wissen, was hängt denn wo dran, aus welchen Komponenten besteht ein System, bis hin zu völlige Transparenz über die Höhe der Gehälter. Also wäre jetzt die schlichte Frage, ist das okay, wenn Mitarbeiter das Gehalt ihres Chefs kennen und der Kollegen oder der neu eingestellten Kollegen? Gibt es da Das kommt drauf an, würde ich sagen. Also es ist eben, da spielt wieder eine Rolle, passt das zu der Organisation, passt das zum Kontext? Und ja, wie du schon gesagt hast, es geht ja im Endeffekt bei Transparenz um Verständnis und Nachvollziehbarkeit. Das heißt, das ist in gewisser Weise auch eine Besonderheit dieser Dimension. Das ist kein Selbstzweck. Es sollte immer einen Grund geben, weshalb man Dinge transparent macht, die mit der Vergütung zusammenhängen. Und wir sehen in Organisationen, dass es zum Beispiel sein kann, dass wenn man das Recruiting umstellt, wenn man sagt, die Mitarbeitenden sollen stärker mitwirken, wenn man sowas hat wie Team Recruiting zum Beispiel, dann stellt man sehr schnell fest, ja, ohne Informationen über das Vergütungssystem kann ich ja, Einstellungsgespräche nicht wirklich führen. Ja? Dann habe ich schon mal einen guten Grund, an dem Thema zu arbeiten. Es kann auch mit den Werten des Unternehmens zu tun haben, dass sie sagen, ja, uns ist aber wichtig, dass wir ein starkes Wir-Gefühl haben, dass wir auch ein soziales Unternehmen sind. Wir möchten zum Beispiel keine hohe Gehaltsspanne haben. Das ist uns wichtig und das möchten wir, dass Mitarbeitende es auch sehen und verstehen. Also das heißt, es sollte immer ein Grund da sein. Und was wir bei dem Thema auch feststellen ist, natürlich wird sehr, sehr gerne darüber diskutiert, ja, jetzt die Gehaltshöhe transparent machen und das heißt jetzt, das ist jetzt Transparenz per se. Aber es gibt so viele Aspekte von Vergütung. Wir haben auch ein eigenes Kommunikationsmodell entwickelt, das wir in unserem neuen Buch New Pay Journey vorstellen, wo wir 8 verschiedene Ebenen unterscheiden. Ja, was gehört denn alles eigentlich zu so einem Vergütungssystem dazu und was ist denn noch nicht transparent? Und wir würden jetzt auch
denke ich, normalerweise nicht mit den Gehaltshöhen der Mitarbeitenden anfangen. Und das wird dann auch gerne so ein bisschen in den Medien so kolportiert. Das ist ganz problematisch und damit kann man scheitern. Und das ist in der Tat auch so, wenn man das Pferd von hinten aufzäumt. Also es gibt da noch ganz, also zuerst sollten mal die Strukturen und Prozesse transparent sein, dass man wirklich verstehen kann, wie funktioniert das, wie ist unser Vergütungssystem eigentlich aufgebaut. Dann hängt es auch davon ab, ist die Organisation an sich schon sehr transparent, sind denn vielleicht auch die Möglichkeiten der Organisation transparent, weiß ich etwas darüber, wie die Geldflüsse in der Organisation eigentlich stattfinden, kann ich das alles einordnen und das sind mal so Beispiele, um zu zeigen, was da auch mit eine Rolle spielt, wenn man an das Thema Transparenz rangeht. Halte ich für extrem wichtig. Also dass je transparenter ich bin, wie kommen Gehälter zustande, desto mehr muss ich auch über andere Zahlen sprechen. Das macht ja keinen Sinn zu sagen, da und da sind unsere Gehälter, wenn die Mitarbeitenden das Gefühl haben, aber da stecken sich andere die Taschen voll, weil wir haben ja einen unglaublichen Umsatz gemacht und Gewinn. Da muss da irgendwas für die Mitarbeitenden übrig bleiben. Also wenn man transparent ist, müsste man ja auch über diese Zahlen transparent sein, damit das überhaupt einen Sinn ergibt. Andersrum habe ich immer erlebt, dass das mit der Geheimhaltung sowieso nicht funktioniert hat. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass jemals mir jemand gesagt hat, oh, ich weiß nicht, was mein Kollege verdient. Natürlich war das nicht exakt auf den letzten Heller, aber man wusste ja, wie sind die Bandbreiten, in welchem Tarif oder in welchem Bereich ist er eingestellt worden, wie nannten sie das immer so verschiedene, ba ja, wie gesagt, in diesen Bändern. Und diese Unzufriedenheit mit dem, ich fand es immer viel schlimmer zu denken, der könnte ja mehr verdienen, als es zu wissen. Aber das scheint ja immer noch ein Thema zu sein, ne? Klassisches Thema Neid. Aber Aber da gibt es. sind dann eure Erfahrungen? Also gibt es Ja. da Unternehmen, wo das wirklich völlig transparent ist und wo jeder nachgucken kann, was jetzt vom Geschäftsführer bis zum letzten Mitarbeitenden da am Monatsende am Konto steht? Also die gibt es auf jeden Fall. Da bewegt man sich natürlich immer auch in der rechtlichen Grauzone, weil am Ende ist Datenschutz, ne, gehalten, persönliches Datum. Das heißt, da brauche ich einfach auch die Möglichkeiten als Mitarbeitende dann auch zu sagen, nö, ich möchte nicht, dass mein Gehalt in der Liste steht. Aber das tun Organisationen und das Interessante ist, das ist am Anfang spannend. Da möchte man das einmal gesehen haben. Na? Und dann, das ist zumindest das, was die Organisation berichten, und dann schaut eigentlich keiner mehr drauf, weil man auch weiß, okay, ich könnte jederzeit, das macht einen Unterschied. Ne? Also einfach auch zu wissen. Und das Interessante ist, und da gibt es auch eine ganz spannende Pay-Scale-Studie dazu, dass wenn ich aber keine Transparenz habe, selbst die überdurchschnittlich verdienen, davon ausgehen, dass sie unterdurchschnittlich verdienen. Also auch diese Annahme, oh ja, ich könnte zu kurz kommen, das scheint auch irgendwie in unseren Genen zu liegen und das ist egal, in welchem Kulturkreis. Also auch da Transparenz zu schaffen, führt eher dazu, dass sich sogar die Gehaltsspanne eher wieder reduziert. Also es stärkt die unteren Gehälter und hält die oberen Gehälter so ein bisschen in Zaum. Das ist auch nochmal so ein Aspekt, der damit einherkommt. Aber und deshalb nochmal, weil mir der Aspekt so wichtig ist, wenn ich jetzt nur wirklich nur Gehälter transparent mache, das ist, finde ich, so eine schöne, ein schönes Beispiel. Na, alle würden jetzt in einem Raum, jetzt hier in diesem Raum zum Beispiel, ihr Gehalt nach oben halten. Wir könnten es gar nicht einschätzen. Ne? Also ist das jetzt viel, ist das wenig? Passt es zu der Tätigkeit? Ja, nein. Ich kenne die Tätigkeit nicht. Ich weiß nicht, wie die eingeschätzt wird. Ne? Also im Grunde, Gehälter an sich schaffen eine vermeintliche Transparenz, die Offenlegung, aber sie schaffen nicht automatisch auch ein Verständnis darüber. Deswegen, ne, Thema, wie schaffe ich eigentlich eine Nachvollziehbarkeit? Und wenn wir mit Menschen sprechen in Organisationen, ist ihnen auch viel wichtiger, nachvollziehen zu können, wie sich ihr Gehalt bestimmt und entwickelt oder wie das in der allgemein in der Organisation ist, als jetzt zu wissen, Person A, B oder C verdient, ne, Betrag X, Y, Z. Ja, finde ich gut, dass du diese Transparenz eben über verschiedene Bereiche da Ja. einfragst, weil mein Lieblingsbeispiel war, ich hatte mal einen Geschäftsführer, der hat sich bei mir ganz furchtbar über seine Mitarbeitenden beklagt, weil er hatte vor Jahren einen ITler eingestellt und dann nach einer längeren Zeit einen zweiten und der war auf dem Markt auf einmal viel, viel teurer, weil er bekam sie nicht, musste also deutlich mehr für den bezahlen. Und dann war er im nächsten Jahr, hat er dem alten ITler eine satte Gehaltserhöhung gegeben von 10% und hatte erwartet, dass der jetzt vor Dankbarkeit strahlt und ihm um den Hals fällt. Hat er aber nicht gemacht, sondern er war furchtbar enttäuscht, der alte ITler.
Und der Geschäftsführer hat das überhaupt nicht verstanden, warum der jetzt enttäuscht ist. Er hat ihm noch so eine hohe Gehaltserhöhung gegeben. Und stellte sich immer raus, der wusste, was sein neuer Kollege verdient, nämlich deutlich mehr. Und statt ihm die Gehaltserhöhung einfach so zu gestatten, nach dem Motto, ich gönne dir was, wäre natürlich viel sinnvoller gewesen, ihm zu erklären, wie die Gehälter zustande kommen, dass es eben auf dem Markt jetzt anders aussieht. Und dann hätte er natürlich eine Diskussion führen müssen mit dem, dass dessen Marktwert auch inzwischen gestiegen ist und dass man da vielleicht was tun muss. Aber das war so das klassische, dieses alte Denken, ich habe doch was Gutes getan und von wegen Zufriedenheit. Ne? Das war überhaupt nicht gegeben. Genau, und das ist vielleicht auch noch ein interessantes Thema. Also wenn man jetzt auf den Markt schaut, da haben wir natürlich die gleiche Thematik, dass wir, wenn wir uns Plattformen wie LinkedIn oder Glassdoor, Kununu, da ist es natürlich in letzter Zeit immer stärker dazu gekommen, dass auch Gehälter transparent gemacht werden. Also klassischerweise haben wir natürlich so die Benchmarks, die dann Vergütungsberatungen anbieten. Und all das ist aber, da muss man sich bewusst sein, auch sehr problembeladen. Also man sagt ja sehr gerne, ne, also wir haben halt, wir zahlen marktgerecht und wir, ja, wir sind oder man positioniert sich zum Markt zumindest, und das ist natürlich auch wichtig. Gleichzeitig muss man wissen, dass in den Plattformen sehr stark natürlich Äpfel mit Birnen verglichen werden. Also Top-Titel sind wie Schall und Rauch. Die sind sehr kreativ, und man kann nicht da unbedingt davon ausgehen, dass wenn man nach bestimmten Jobtiteln sucht, dass da immer das Gleiche gemeint ist in bestimmten Organisationen. Und das Gleiche gilt aber auch für gekaufte Benchmarks. Also das sind ja Unternehmen, die selber ein Problem haben, die dann ihre Daten zur Verfügung stellen. Also deswegen empfehlen wir auch, sich wirklich Gedanken zu machen über das eigene Gehaltsgefüge. Was möchte ich als Organisation? Was sind meine Werte, und was soll sich da in meinem Vergütungssystem widerspiegeln? Das ist immer erstmal der erste Punkt. Und natürlich ist man nicht losgelöst vom Markt, aber man sollte das nicht als ja, Hauptorientierungshilfe nehmen. Okay. Wir haben ja im Vorfeld die Leute, die sich angemeldet haben, nochmal gefragt, welche Themen sie interessieren. Und das haben wir jetzt noch nicht berührt. Eine Frage ging in Richtung New Pay und Tarifsysteme. Tarifsysteme sind ja in gewisser Weise festgelegt, werden natürlich auch immer wieder neu verhandelt und so. Aber habt ihr da Erfahrungen mit Unternehmen, die jetzt an Tarife gebunden sind? Wie kann man dafür ja, Partizipation, Transparenz, Fairness, und permanent besser sorgen. Was klappt das Ja, auch im Tarifbereich? natürlich. Also vor allem, weil wir, weil wir ja, ein Tarif ist ja immer ein Rahmen. Das ist im Grunde ein Rahmen, der gesetzt wird, aber der natürlich ja Spielraum lässt. Also vor allem nach oben lässt der Spielraum zum einen. Und was die Prozessgestaltung angeht, lässt er natürlich auch Möglichkeiten. Also wie gestalten wir den Prozess? Wie gestalten wir die Kommunikation? Und welche Möglichkeit bieten wir an, ne, nochmal im Sinne der sieben Dimensionen, zum Beispiel an Partizipation, wo schaffen wir mehr Transparenz? Und es gibt manchmal dieses Denken, jo, wir haben einen Tarif, also haben wir zum Beispiel kein Equal Pay Problem oder kein Gender Pay Gap. Und das ist einfach falsch, weil natürlich auch in jedem Tarifsystem werden Einschätzungen getroffen, und es werden Einschätzungen darüber getroffen, wo eine Stelle eingruppiert wird. Wie findet dieser Prozess statt? In der Regel ja mit dem Betriebsrat. Ist aber auch die Frage, ne? Also bin ich da wirklich kooperativ? Ich kenne genug Organisationen mit Betriebsrat, wo wir eher, ich sag mal, im Freund-Feind-Denken sind und in dem Wirken. Also wie schaffe ich eigentlich auch hier ein kooperativeres Miteinander? Auch da, wie informiere ich über diese Aspekte, und was sind Möglichkeiten, die ich darüber hinaus eben in der Organisation gestalte? Ne? Also ich habe ja immer die Möglichkeit, dann über den Tarif dann auch nochmal gesonderte Vereinbarungen auch zu treffen. Und was der Tarif ja gar nicht betrifft, und da arbeite ich zum Beispiel gerade aktuell mit einer Organisation daran, ist das Thema außertarifliche Mitarbeitende. Und da entwickeln wir gerade im Chemieunternehmen, ne, den außertarifliche Vergütung im außertariflichen Bereich. Und wie schaffen wir eigentlich jetzt die Unternehmens- und Zukunftswerte, die sie sich vorgenommen haben, als Abbild auch im Vergütungssystem abzubilden, und schaffen gleichzeitig aber auch eine Transparenz hin zum Tarifsystem, zu der obersten Stufe, um auch nachher klar zu machen, ja, was sind denn jetzt die Aspekte, die erfüllt sein müssen, dass eine Funktion nicht mehr im Tarif, sondern im außertariflichen Bereich eingruppiert werden. Eine große Fragestellung in all diesen Organisationen, wie ich immer wieder höre, da ist nicht ganz so klar, wird es doch wieder gemauschelt an einem
paar, dass es an der Person liegt und nicht so sehr an der Funktion beispielsweise. Ja, und da kann man auch sehr viel mehr Transparenz herstellen, dann auch über, ne, außer was wird im außertariflichen Bereich gemacht und wie ist das anschlussfähig eigentlich auch Richtung Tarif beziehungsweise in die andere Richtung. Genau, Ja, das, und ich stelle mir das nicht so einfach vor. Also, wenn ich eine Organisation habe, die Tarifmitarbeiter hat und einen Betriebsrat hat, und jetzt komme ich und sage, Partizipation, würde ich doch als Betriebsrat sagen, wieso? Wir sind doch immer mit an Bord, also das ist doch Partizipation. Gelingt das dann noch über Workshops, über Projektgruppen mit Betriebsrat und mit den Personalern, die ja auch mitreden wollen, da, das stelle ich mir einfach kompliziert vor. also das klappt sicherlich nicht mit jeder Organisation. Also ich würde mal sagen, wo die Fronten besonders verhärtet sind, ist das sicherlich eine Herausforderung. Wenn ich bin in der Organisation, in der ich gerade aktuell bin, es ist ein sehr kooperatives Miteinander und da haben wir ja unterschiedliche Perspektiven. Es ist unter anderem der Betriebsratsvorsitzende ist mit dabei, genauso wie auch die Personalleitung und dann eben aber auch weitere Mitarbeitende. Und gemeinsam wird jetzt, also es gab noch wenig strittige Punkte, aber die werden auch noch kommen. Wir reden auch noch nicht über Gehaltshöhen. Da wird sicherlich dann auch nochmal über Gehaltsbänder nochmal besonders herausfordernd. Aber im Grunde, wenn man das gemeinsame Ziel hat und vielleicht auch, und was wir immer sagen, wir machen keine Verhandlungen, sondern wir machen Workshops. Na, und dann schauen wir, was ist denn in unterschiedlichen Perspektiven. Und da würde ich jetzt nicht mal sagen, das ist jetzt Arbeitgeber, das Arbeitnehmer, sondern das sind ja auch alles Menschen, die in der Organisation aus ihren Fachbereichen mitarbeiten. Und die werfen ihre Gedanken in die Mitte und wir schauen, okay, wie kommen wir voran, beziehungsweise was ist wichtig. Und ich finde es immer wieder spannend, dass man am Ende feststellt, oh, das sind doch sehr, sehr viele Überschneidungspunkte, wenn man nicht grundlegend jetzt einfach nur nach den Gegensätzlichkeiten ständig Ausschau hält. Ja, Ja. das führt zu dem Thema, einer eurer Dimensionen ist ja Wir-Gefühl. Und ich denke, da wird es ja dann deutlich, also wenn jetzt sowohl Führungskräfte als Personal, als auch Betriebsrat und Mitarbeitende in einem Projektgruppe, in einem Workshop sitzen, zu sagen, das ist ja unser gemeinsames Ziel, dass das Ganze erfolgreich ist, funktioniert ja nur, wenn alle das Gefühl haben, angemessen bezahlt zu werden, unter anderem. Der zweite Aspekt von Wir-Gefühl, das finde ich immer so diese Forderung nach dieser, das hat man eben schon mal, nach der leistungsorientierten Vergütung. Und wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass das Thema immer wieder kommt. Also es ist wie so Wellenbewegungen, dann wird gesagt, lasst alle gleichermaßen teilhaben. Wir haben ja als Unternehmen, dadurch, dass alle mitgewirkt haben, sind wir in der Lage, eben diesen Topf zu verteilen. Also lasst es dann auch gleichmäßig verteilen. Gleichmäßig ist ja unterschiedliche Möglichkeiten, ne? Ob jetzt am Gehalt orientiert oder tatsächlich jeder das Gleiche zusätzlich bekommt. Aber dann kommt sofort wieder die Forderung, ja, es gibt ja einige, die mehr beigetragen haben. Deswegen müssen wir ja auch ein Beurteilungssystem brauchen wir. Wir brauchen ein Zielvereinbarungssystem. Sind solche Modelle auch bei New Pay nach wie vor in Mode? Boni, leistungsorientierte Anteile? Oder geht das eurer Erfahrung nach eher dann Ja. in Richtung mehr Teamorientierung, mehr ähnliche Bezahlung? Ja. Also ich glaube, was die wenigsten als fair empfinden, und das ist auch das, was wir oft dann aufmachen, ist, wenn einfach alle gleich bezahlt werden. Ne? Also wenn man den Topf jetzt nach Köpfen aufteilt, das fühlt sich für die meisten nicht fair an. Und da müssen wir ja feststellen, was sind jetzt die Kriterien, die vergütungsrelevanten Kriterien, die einen Unterschied machen können und sollen. Und das bilden wir ab, sei es über die Funktion oder und aber auch bei der Person. Manchmal, ne, sind es nochmal zwei unterschiedliche Kriteriensets, manchmal aber nur einer. Und dann ist es, also stelle ich immer fest, es ist wirklich ein gemeinsames, so was sollen jetzt diese Unterschiede sein? Und das eine habe ich jetzt noch einen Zielvereinbarungsprozess und Boni ist ja jetzt erstmal von der Vergütungsstruktur davon ja erstmal unbenommen. Ne? Also ich kann ja immer noch Boni oder wenn ich denke, ich brauche das, kann ich natürlich machen. Aber wichtig ist ja erstmal, mal zu sagen, jetzt haben wir Vergütungskriterien, die zu uns passen und vor allem zu unseren Werten. Und immer da, wo Dinge strittig sind, stellen wir die Frage, was sind jetzt denn jetzt die Unternehmenswerte? Und damit meinen wir nicht die Werte, die an der Wand hängen, sondern die, die wirklich auch gelebt werden, die als wertvoll erachtet werden in der Organisation. Wenn wir die heranziehen, was sagen die uns, wie wir jetzt dieses Kriterium auch auslegen. Und da ist dann auch das, ne, das Individuum stellt sich dann auch zurück, weil man sagt, okay, ja, das sind unsere Werte. Oder ich habe, Konkretes bitte? Beispiel? Ja, jetzt Hm? ein konkretes Beispiel. Also, das ist jetzt wieder ein Beispiel, was jetzt eher so was Erfolgsbeteiligung anging. Da haben wir Elobau, die haben wir auch im ersten und im zweiten Buch haben wir die mit drin. Die hatten beispielsweise, haben Erfolgsprämie nach prozentual, je nach Thema.
Gehalt, ne? X Prozent aufs Gehalt. Und die haben sich aber die Werte Nachhaltigkeit, Miteinander, Füreinander, kundenzentriert. Das sind ihre maßgeblichen Werte. Dann haben die sich überlegt, passt das dann denn eigentlich? Jetzt bekommen die Personen, die eh schon viel verdienen, die bekommen noch das ganze Jahr über schon deutlich mehr als die anderen. Und die haben mit Blick auf ihre Werte festgestellt, nein, es fühlt sich nicht mehr für uns stimmig an, wenn wir die Erfolgsbeteiligung jetzt auch noch prozentual machen und die, die eh schon das ganze Jahr wenig haben, bekommen jetzt auch nur wenig vom Kuchen ab und die anderen bekommen sehr viel vom Kuchen ab und haben das dann gesagt, wir machen hier eine Pro-Kopf-Teilung. Also die haben jetzt die Differenzierung, haben sie im Gehalt abgebildet, ne, nach Kompetenzen, wer trägt etwas bei, kann was beitragen zum Wertbeitrag der Organisation. Aber ne, das, was am Ende, ich sag mal, als Gewinn rausfällt, so, ne, sonst sitzt man ums Feuer und jetzt teilt man den erlegten Büffel, teilt man jetzt nach gleichen Teilen auf. Und natürlich mussten da einige schlucken. Ne, hat auch der Personalleiter gesagt, das war, ne, das hat auch für Krummeln gesorgt, aber mit Verweis und mit Blick darauf, was passt zu uns und unserer Organisation und wie wir uns ausrichten, wurde das dann dennoch angenommen. Ne? Das ist natürlich, keiner will weniger, das ist ganz klar, ne, das liegt in der menschlichen Natur, das sind Aber das ist verlusterversiv. ein Ne? schönes Beispiel, dass es eben tatsächlich von dem einzelnen Unternehmen abhängt. Ein anderes könnte ja zu einer ganz anderen Genau. Ergebnis kommen, weil andere Dinge eher im Vordergrund stehen, ja. Und das ist aber auch vielleicht nochmal ganz kurz als Ergänzung. Wenn ich schon sage, mir sind die Werte der Organisation wichtig und woran ich mich orientiere, dann muss ich es auch an wichtigen Themen erlebbar machen. Und was ist, und da bietet sich natürlich das Vergütung auf jeden Fall an. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeder Organisation raten würde, das genau so zu tun, aber in deren Situation, wo sie standen und was ihre Ausrichtung angeht, war das genau die richtige Entscheidung. Und man muss auch bedenken, also wir wissen ja sehr genau, wann sowas wie jetzt eine individuelle Leistungskomponente, eine monetäre, wann das gut wirkt. Das ist halt, wenn man einfache Tätigkeiten hat, die wenig Teamarbeit erfordern. Und das kann auch gut funktionieren, wenn man so ein Umfeld hat, in dem man kurzfristig mal die Umsätze steigern will. Aber es funktioniert nicht dann, wenn wir sagen, wir wollen wirklich nachhaltig was bewirken im Unternehmen und wir haben hier eine Teamleistung, auf die es ankommt, das ja, wird auch die Forschung in keiner Weise unterstützen. Und was halt auch noch hinzukommt, ist, dass Einzelleistung ist immer schwerer messbar in ganz vielen Umfeldern, in ganz vielen Teams. Und dann reden wir sehr viel über gefühlte Leistung, die dann honoriert wird und nicht über echte Leistung oder das, was dann halt Einzelne darunter verstehen, ja, kann nicht unbedingt das sein, was vielleicht für die Organisation gut ist. Und man steckt dann sehr viel Arbeit in Systeme rein, um zu messen, um Gespräche zu führen, um das aufzuzeichnen. Und in der Zeit könnte man ja auch vielleicht die eigentliche Ja, Arbeit. ist ein wunderbares Stichwort, weil wir haben jetzt gar nicht über sowas wie Beurteilungssysteme und sowas gesprochen. Spielen die bei New Pay überhaupt noch eine Rolle? Also meine Haltung wäre eher, dass Beurteilung und Entgelt zu verkoppeln, was für jeden erstmal logisch erscheint. Also ich muss jemanden beurteilen, um nachher zu sagen, was er dann als Gegenwert bekommt. Beim zweiten Hinschauen wird es gar nicht mehr logisch, weil Beurteilung ja immer eine subjektive Bewertung ist. Also Leistung messen, wie ihr schon gesagt habt, ist gar nicht möglich. Man kann Leistung irgendwie bewerten. Das hängt davon ab, was ist dem Einzelnen wichtig. Das versuchen Unternehmen über Beurteilungssysteme natürlich ein bisschen zu strukturieren. Aber am Ende ist es ja immer nur die Sicht, entweder eines Einzelnen oder wenn man es auf mehrere Füße stellt, von mehreren. Spielen Beurteilungssysteme noch eine Rolle bei New Pay in Unternehmen? Man hat natürlich immer diesen Punkt, an dem das System auf die Menschen stößt. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man das System erstmal unabhängig von den einzelnen Menschen gestaltet, weil sonst bewertet man sehr schnell Menschen. Und wir versuchen eben diesen Blick etwas zu schärfen oder zumindest so drauf zu schauen, dass man erstmal schaut, was ist denn eine Funktion wert? Welchen Wertbeitrag kann eigentlich eine gewisse Funktion oder Position oder Rolle, wie auch immer man das in der eigenen Organisation definiert hat. Was ist der Wertbeitrag dieser Rolle? Und das ist das Ausschlaggebende. Und immer kommt der Punkt, an dem man sagt, ja gut, jetzt sind hier Menschen, die diese Position ausfüllen und das spielt aber aus unserer Sicht eine untergeordnete Rolle. Und vielleicht kann man es auch so sagen, dass wir natürlich eher ein Menschenbild haben von, wenn ich jemanden einstelle, dann vertraue ich ja darauf, dass diese Person diese Kompetenzen mitbringt.
Und dass sie diese Funktion auch ausfüllen kann. Also das heißt, ich bewerte die Leistung eigentlich im Vorhinein und bringe dann auch ein Vertrauen mit. Und andere Leistungssysteme, die sind eher so, dass sie sagen, naja, hier sind die Ziele und ich schaue dann im Nachhinein, ist diese Leistung erbracht worden. Und das ist der Unterschied, dass wir versuchen, hier eher von der anderen Seite zu kommen und ja, in diese Richtung auch zu arbeiten. Und vielleicht auch immer einen guten Blick dafür zu entwickeln und auch mitzugeben in der Organisation, welche Probleme will ich eigentlich auch in Organisation gerade mit Vergütung lösen? Weil ganz oft habe ich die Frage, na, oh, da performt jemand nicht so und jetzt muss das Vergütungssystem muss das ausgleichen, dass die Person dann auch nicht das dann entsprechend Geld bekommt oder Statt verdient. dafür zu sorgen, dass Ne? die, ja. Genau, und dann immer die Frage, ja, aber haben wir aber auch, wenn die Person nicht mehr bekommt, ist da nicht, habt ihr da nicht trotzdem ein Problem? Also, der erfüllt jetzt jemand Grunderwartungen offensichtlich nicht. Also, was kann ich über ein Vergütungssystem regeln, was aber auch nicht? Was muss über Führung und Kommunikation erfolgen? Und das ist immer so der Wunsch, am besten ein Vergütungssystem, was uns all das abnimmt, Ja, viel Führung. einfacher, ist ja viel einfacher hinzugehen und zu sagen, guck mal hier, ne, das Führung, ja. Vergütungssystem hat jetzt die Konsequenzen. Da kann die Führungskraft sagen, kann ich ja gar nichts für. Also ich muss ja Ja. dem Vergütungssystem folgen, statt jetzt den Dialog zu führen oder die Auseinandersetzung. Ja. Oder auch, ne, ich habe eigentlich gar keine Zeit, Führungsarbeit zu leisten und dann ist manchmal auch Gehaltserhöhungen zu verteilen, so ein bisschen wie auch ein schlechtes Gewissen beruhigen. Oh ja, oh, dann bleiben Sie mir hoffentlich, ne, gewogen und aber ich habe eh gar keine Zeit. Fragt man sich immer, wofür Führungskräfte manchmal sind. Also ich habe das in ganz vielen Organisationen, so ein wiederkehrendes Muster. Und warum auch, und das wäre noch so wirklich so ein Gedanken, den ich mitgeben möchte, warum man sehr vorsichtig sein muss, individuelle vermeintliche Beiträge jetzt mit einer Gehaltserhöhung sofort zu vergüten. Weil ganz oft erlebe ich Menschen, die sagen, ja, ich habe so viel geleistet, ich habe so viel Verantwortung getragen und bin wirklich durch eine harte Zeit und hatte viel Stress und jetzt habe ich das auch verdient. Eine Gehaltserhöhung, das kann man natürlich machen. Eine Person, die sich sehr, sehr einbringt und über vielleicht sogar eigene Grenzen hinausgeht, eine Gehaltserhöhung zu zahlen, weil die Person ja hier den Karren voranzieht. Das Problem ist nur, wenn ich die Person jetzt auch noch Gehaltserhöhung bezahle, dann vergüte ich sie dafür, genau das zu tun, auch in Zukunft. Und es kann total toll sein und bequem sein, weil da hat man jemanden, der da alle vorantreibt. Das kann aber auch dazu führen, dass die Person, na, in dieser Überlast irgendwann an ihre gesundheitliche Grenzen stößt, weil sie einfach denkt, ja, ich werde ja dafür bezahlt, genau das, diese Überlast auch dauerhaft zu leisten. Und ich möchte nicht wissen, wie viele unserer Krankentage, die dann immer wieder von der DAK in ihrem Report berichtet wird. Ja, Wobei ich das, denke, das ist natürlich ein Problem von jeder Art von Vergütungssystem. Also das ist jetzt nicht New Pay spezifisch, nee, sondern nee, 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 generell das zu ist nicht berücksichtigen. genau, aber deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir anfangen, über Gehalt zu sprechen, auch was steckt da dahinter oder was sind auch, warum will auch eine Person kompensiert werden mit einer Gehaltserhöhung und ist es nicht eigentlich jetzt vielleicht, ja, kann ich auch eine Gehaltserhöhung dieser Person geben, aber bitte sorge auch dafür, dass sie entlastet wird, dass sie Unterstützung bekommt, um eben nicht in dieser Überlast zu bleiben und das Gefühl zu haben, so, ich werde jetzt auch für diese Überlast bezahlt und ich muss die weiterhin tragen. Ne? Ich muss jetzt mal auf die Uhr gucken, Ja. weil wir haben die Zeit quasi rum. Ich würde noch eine provokante Frage zum Abschluss stellen. Mein Eindruck ist, dass sowohl New Work als auch New Pay jetzt natürlich ganz gute Chancen hat, auch aufgegriffen zu werden von den Unternehmen, weil wir halt diesen Arbeitnehmermarkt haben, ne? Also Mitarbeiter können kommen und sagen, ich erwarte hier ein bisschen anderes in Sachen Vergütung und Arbeit und Kultur. Wird das alles wieder flachfallen, wenn mal die Arbeitsmarktsituation sich wieder geändert hat? Ist das dann alles Schnee von gestern? Oder habt ihr den Eindruck, es passiert auch von der Philosophie her oder von der Kultur her ein Umdenken? Also ich glaube, es ist schon so, dass wenn wir in Krisensituationen sind, auch wie jetzt, also da muss gar nicht mal ein Arbeitgebermarkt kommen, sondern da reicht auch ja eine wirtschaftliche Krise, dass es dann natürlich so ist, dass sich Organisationen sehr schnell wieder kurzfristig orientieren und das kann schon passieren, dass man dann sagt, naja, so ein New Pay-Prozess, das dauert mir zu lange. Das ist ja auch nachhaltig gedacht. Das ist so gedacht, dass die eigene Organisation das künftig weiterentwickeln kann. Und die Gefahr besteht schon. Und also auch wenn wir die Leistungsdebatte im Moment anschauen, dann heißt es ja schnell, naja, wir müssen jetzt eigentlich mehr leisten, wir müssen uns jetzt noch mehr reinhängen.
ohne zu sehen, dass wir vielleicht für einen viel härteren Leistungsbegriff stehen, weil wir sagen, wir wollen auch die nächsten Jahre im Blick haben und das erfordert noch viel mehr Einsatz, als das vielleicht heute der Fall ist, aber auf eine andere Art und Weise und auch auf eine persönlich nachhaltige Weise. Und ich hoffe, dass es Unternehmen gibt, die dann nicht gleich wieder aufgeben und den Mut verlieren. Und befürchte aber, dass wir im Moment so alles sehen. Also das ist eine gewisse Ungleichzeitigkeit. Wir sehen Menschen, die oder Organisationen, die mutig weitergehen diesen Weg. Wir sehen aber auch welche, die zurückspringen und die sich dann ja von der Modewelle, die jetzt eher wieder zurückschlägt, auch beeindrucken lassen. Okay. Ja, vielen Dank. Fand ich insgesamt wieder richtig spannend. Vielen Dank für das Rede und Antwort stehen und das, die spannenden Antworten auch. Bevor ich die Aufzeichnung jetzt stoppe, Thomas, du wolltest einen kurzen Hinweis geben auf unser nächstes Thema und den Termin. Vielleicht machst du das noch, bevor wir hier Schluss machen. Ja, gerne. Ich bin im Gespräch mit der Rebecca Rutschmann von eVoach. Die ist Expertin für Chatbots und KI. Da hat sich in den letzten Monaten sehr viel getan und ich bin gerade in Verhandlung mit ihr und hoffe, dass ich sie am 20.02., das ist der Termin, den wir jetzt mal gesetzt haben, hier wieder begrüßen darf und das schon mal ans Volk sozusagen zum Wissen. Aber da kommt noch mehr Info hinterher. Ganz herzlichen Dank, Stephanie und Nadine. Und für alle, die jetzt noch Fragen haben, wir bleiben noch einen Augenblick online. Die Aufzeichnung wird jetzt gestoppt.